zu genau. Denn das Ding wurde zur Maßvorlage für Olivier Giappa und der macht's. 1:0 für Reutlingen. Aber was war das für ein Bock von Heinrichs? Auweia. Und zur Strafe gibt es noch einen Beinschuss von Giappa, der so zu seinem zweiten Saisontreffer kommt. Tragisch für Dirk Heinrichs, der ist eigentlich nur Ersatzkeeper. Alexander Kunze hat einen gebrochenen Daumen und Babelsberg ein Torwartproblem. Dann sind 87 Minuten gespielt. Das ist Janic. Radar traut mit der Flanke und Giappa. Und was macht Heinen? Unglaublich. Der Verzweifelte macht das Tor. Endlich sein dritter Saisontreffer. Olivier Giappa mit der Führung für den SSV Reutlingen. Aber schauen Sie hin, liebe Zuschauer. Was macht der Heinen da? Der Ball springt nicht komisch auf. Einfach ein Konzentrationsfehler des Torhüters in dieser Szene. In Mainz hat er schon einmal gepatzt beim Ausgleich dort und jetzt patzt er hier. Kova mit der Balleroberung und dann marschiert er energisch nach vorne. Stark gemacht von Michael Kova. Becker raus auf Gerster. Novak mit der Grätsche ins Leere und Giappa. Es geht also doch 1:0 für Reutlingen. Mittlerweile verdient. Der fünfte Saisontreffer für Giappa. Ab jetzt bleibt die Bezeichnung erfolgloser Torjäger in der Schublade. Versprochen. Der Fehler von Johnny Novak, slowenischer Rekordnationalspieler. Der hat so viel Erfahrung und dann macht er eine so wilde Grätsche ins Leere. Gute Flanke von Gerster und dann waren noch diverse Körperteile von Giappa, Stremel und Tremmel mit am Ball.